Ja, hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen, auch heute wieder auf dem YouTube-Kanal der Naturheilpraxis Kieser. Und ich möchte Ihnen heute ein wenig etwas erzählen über das Verfahren der Thermografie. Thermografie zu medizinischen Zwecken, speziell heute schwerpunktmäßig wollen wir uns mal anschauen, was man mit der Thermografiekamera für die Brustgesundheit, für Brustvorsorge, für schöne Sachen machen kann. Ich hole mal kurz unsere Kamera hier ins Bild. Das hier ist eine für die Medizin zugelassene Thermografiekamera. Eine Kamera für Infrarotaufnahmen, sehr hochauflösend, zusammen mit dem Programm Mama Vision, entwickelt von Herrn Professor Batz, auch in der Klinik getestet und eingesetzt. Nun ist ja die Thermografie für die Brustgesundheit sehr umstritten unter den Ärzten. Viele sagen, es ist nicht aussagekräftig. Da kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Für mich ist es eine sehr schöne Methode, um Veränderungen in der Brust zu erkennen, bevor irgendetwas dort sich bildet. Denn in der Regel geht eine Veränderung der Brust mit einer Temperaturerhöhung einher, wie man hier oben in dem äußeren Quadranten sieht. Hier bei dieser Patientin haben wir hier deutlich wärmere Bereiche, man nennt es sogenannte Hotspots. Das muss jetzt nicht eine bösartige Veränderung sein, es ist nur ein Zeichen. Hier haben wir eine vermehrte Durchblutung, eine Erwärmung, ein erwärmtes Areal, und das könnte sich durchaus einmal etwas bilden, muss aber nicht. Ich habe mit der Thermografie die Möglichkeit zu agieren, bevor es zu Gewebeveränderungen in der Brust kommt. Man kann unter Umständen schon sehr lange vorher erkennen, dass dort ein erhöhter Stoffwechsel, erhöhte Durchblutung besteht. Man sieht auch hier sehr schön jetzt in der Schwarz-Weiß-Darstellung die Gefäße der Brust, dass es hier zu Veränderungen der Gefäße kommt, und in dieser Schwarz-Weiß-Aufnahme kann man dann auch eventuell abnormale Gefäßverläufe beobachten und erkennen, was dann immer prognostisch Rückschlüsse zulässt auf den Schweregrad der Veränderungen, ob dort eventuell schon was im Entstehen ist oder entstanden ist, und kann auch hier dann agieren, kann dann doch mal einen Ultraschall empfehlen oder ein MRT. Die Thermografie versteht sich nicht als Ersatz zu konventionellen klassischen Methoden, sondern als eine Ergänzung, weil ich hier eben schon im Vorfeld im Gegensatz zu Ultraschall oder MRT eine Diagnostik betreiben kann, Erkenntnisse ermitteln kann, bevor sich gewebemäßig etwas verändert. Und das ist eine sehr schöne Sache. Unterstützt ist einfach auch dieser Netzwerkassistent sehr hilfreich. Es wird ein Koordinatennetz über die Brust gelegt und dann die Temperaturen links, rechts verglichen. Das Programm weist darauf hin, wo eventuell abnormale Temperaturveränderungen in welchem Vektor sind, und erlaubt dann ebenfalls Diagnostik und einen Befund zu vergleichen, ob da etwas im Entstehen ist. Ich kann sehr schön die einzelnen Koordinaten hier um die Mamille rechts, links vergleichen, was dort für Abweichungen sind. Wichtig ist auch immer der Rechts-Links-Vergleich zur Diagnostik. Auch hier sehen wir eine deutliche Überwärmung in der rechten Brust. Eine völlig normale Brust würde jetzt hier keine gelben oder roten Areale haben. Wir können mal hier nochmal schauen, wo kühlere Bereiche sind. Hier sieht man das sehr schön. Das wäre jetzt der Idealzustand. Grün-Blau als Zeichen tieferer, kühlerer Temperaturen. Und hier einfach den etwas roteren Bereich. Hier unten unter der Brust, wo sich immer die Wärme etwas staut. Das ist normal. Hier sieht man einfach schön den Unterschied. Dort sind einfach wärmere Bereiche. Das ist in Ordnung. Hier, das sollte eben nicht sein, dieser wärmerer Bereich. Das sagt jetzt über eine Erkrankung gar nichts aus.
ist aber einfach ein therapeutischer Hinweis. Da ist erhöhter Stoffwechsel. Da könnte man vielleicht mal näher nachschauen. Oder man könnte auch eine Therapie planen und dann auch kontrollieren. Wenn der Bereich dann kühler wird durch eine Behandlung, dann weiß ich, aha, da hat sich der Stoffwechsel normalisiert. Gut, wir schauen uns auch nochmal andere Parameter aus. Hier haben wir jetzt Mama Vision, die Expert-Analyse. Hier hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten, Grafiken, die man sich anschauen kann. Hier kann man nochmal Gefäßzeichnungen eingeben für den Befund, wenn sie pathologisch sind. Auch hier nochmal grafische Auswertungen. Hier sieht man nochmal rechte, linke Brusttemperaturunterschiede. Und zum Schluss wird nochmal eine Gegenüberdarstellung gemacht und auch ein Bericht für den Patienten mitgegeben. Eventuell auch für den behandelten Gynäkologen, wenn da jemand offen ist und gerne mitarbeitet. Wie gesagt, die Thermografie möchte jetzt keine schulmedizinischen Dinge ersetzen, sondern versteht es als eine Ergänzung, Erweiterung. Es können auch junge Frauen im Gegensatz zur Mammografie schon sehr schön machen. Die Brust wird nicht gequetscht, sie wird nicht radioaktiv bestrahlt. Es ist eine rein physikalische Untersuchung aufgrund der Wärmeabstrahlung des Körpers, was die Kamera aufnimmt. Hier haben wir nochmal jetzt sehr schön die Schwarz-Weiß-Bilder, die eine Beurteilung der Gefäße erlauben in der Brust. Das kann man natürlich auch an jeder anderen Stelle des Körpers machen. Die Thermografie ist sehr gut geeignet für Sportler, um eventuell Verletzungen im Vorfeld schon zu erkennen, wenn eine Überwärmung im Bereich der Knie oder Sprunggelenke, Sehnen, Bänder besteht. Im Bereich der Wirbelsäule, Iliosakralgelenke kann man hier schauen. Die Durchblutung in den Beinen kann man sehr schön beurteilen. Sind dort Veränderungen im Gefäßverlauf? Ist die Durchblutung gestört? Auch hier kann man sehr schön intervenieren. Gut, das war jetzt schon mal der erste Teil unserer Einführung, die Thermografie. Das nächste Mal würde ich Ihnen ganz gerne dann noch am Bewegungsapparat, an den Extremitäten ein paar Bilder zeigen. Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ihr Ingo Kieser, Heilpraktiker.